Hallo Leute, willkommen bei Foundation. Dies ist Teil 20. Ja, hier sind wir oben bei unserem Oberdorf. Das Haus ist verschwunden, aber ich glaube, der baut es hier aus. Ja, das steht hier jetzt nicht dabei. Ah, nee, weil ich auf ihn geklickt habe. Da, laufende Konstruktion. Ja, und hat offenbar 2 Einwohner. Und unser Vogt fand nur Steine in einem nahegelegenen Vorkommen. Ja, das kommt vor. Und hier wird auch ausgebaut. Na, das ist doch gut. Und die Attraktivität ist hoch. Sehr gut. Dem Vogt lassen wir jetzt ein bisschen Zeit, um sich von den Strapazen zu erholen, beziehungsweise der Vogtin. Unser kleines Kloster macht noch gar nichts, aber das werde ich jetzt auch noch nicht priorisieren. Immerhin sind die Finanzen wieder viel besser geworden. Wir haben jede Menge Beeren, viele Fische, viel Brot, noch nicht viel Käse. Aber die Grundnahrungsmittel sind da. Die Klamotten werden auch wieder mehr. Und jetzt müssen wir hier für, ja, tolle Maschinenproduktion sorgen. Also, was macht denn unsere Köhlerei? Ist immerhin priorisiert. Alle Materialien sind da. Das ist gut. Und das hier ist, glaube ich, die Eisenschmelze. Da ist auch schon alles da. Das werde ich dann danach priorisieren. Aber die können ja erst arbeiten, wenn der Köhler schon ein bisschen gearbeitet hat. Ich habe auch hier 6 Arbeitslose auf Vorrat. Auch sehr gut. Die hebe ich mir erstmal auf hier für diese ganzen Tätigkeiten hier. Das wird dann die Haushaltswaren. Herstellung. Das ist gut. Das müsste auch recht bald gehen. Endlich, endlich. Und die brauchen dann natürlich Eisen. Und hier... Wow, ist immerhin schon 100 Eisenerz eingeladen. Das ist gut. Sehr gut. Und sobald die hier anfangen, werde ich da umdisponieren mit... Ja, wir sollten jetzt schon umdisponieren. Damit die hier das Holz wegtragen. Ob das Holz vernichtet wird, wenn ich das hier einfach ändere? Oder soll ich erstmal sagen... Wir machen erstmal Lager leeren. Sollen die mal woanders hinschleppen. Damit wir Platz für die Kohle haben und für den Eisen. Das Eisen. Manchmal frage ich mich. Ich habe über 20 Bücher geschrieben. Und habe normalerweise überhaupt keine Probleme mit der deutschen Sprache. Aber manchmal so im Let's Play. Dann verwechsel ich glatt Artikel. Es ist nicht zu fassen. Naja, das ist dann meistens auch schon relativ spät. Jetzt ist es hier 14:45. Und so, bis zu 3. Na, stellen wir ruhig mal 3 Köhler an. Die können dann schon mal loslegen. Und dann können wir... Ja, mal gucken. Bei Bedarf 1 oder 2 hier der Schmiede zuteilen. Ich glaube, die Zone habe ich hier schon eingetragen. Ja. Und dann sollten wir auch das Forsthaus priorisieren. So. Hier. Das ist ja hübsch. Huch, wieso fehlt plötzlich alles? Es ist doch fast fertig.
Verstehe ich da gerade irgendwas miss? Das ist fertig, ja. Das ist fertig. Okay. Ich stelle schon mal einen hier an, obwohl wir ja noch gar keine Eisenbarren haben. Diese Angaben sind jetzt hier nicht für den Bau, sondern es werden Werkzeuge gebraucht und Bretter und Eisen, um daraus Haushaltswaren herzustellen. Ja. Das heißt, hier werden dann das Eisen hergestellt und hier die Werkzeuge. Es macht eigentlich überhaupt noch keinen Sinn, da jemand einzustellen. Ah, also ich entlasse hier erst nochmal Madore und stelle die hier ein. Madore und Marquesa. Und jawohl. Und dann stelle ich zwei Schmiede ein. Na, so. Und dann kann ich ja auch hier ein Banukio einstellen. Ja, und der wird weggehen. Das ist so eine richtige Produktionskette. Von hier und dort nach da und dann dahin. Und das hier wird schon geleert, das ist gut. Und dann Werkzeuge werden wir hier auch brauchen. Auch Bretter. Ob ich hier noch ein zweites Lagerhaus hinstelle? Ich denke mal, das würde Sinn machen. Dafür kann dann hier bald die Bauhütte weg. So. Stellen wir das doch hier hin. Das kleine Stückchen können die schon laufen. So. Oh, und das Marmorvorkommen ist auch gebaut. Und ich habe keine Arbeitslosen mehr. Naja, das finde ich auch nicht so eilig. Obwohl es natürlich auch irgendwann mal ansteht. Und der Mönch, was will der? So, Bretter. Bretter haben wir reichlich. Ich glaube, ich wollte dem Klerus nochmal helfen. So. Und dann gucken wir hier nochmal in Ruhe, was ich das nächste Mal mache. Also hier habe ich, glaube ich, alles schon gekauft. Na, und Handelsbonus. Das ist eigentlich nicht schlecht. Den sollte ich gleich mal kaufen. Und die Werkstatt für Haushaltswaren. Zusätzliche Gebäudeteile. Kaufen wir auch mal. So. Wer weiß, wofür die gut sind. Okay, dann haben wir hier praktisch Steuerbüro. Kostenlos. Ja, super. Hier haben wir alles freigeschaltet. Beim Königreich haben wir schon ganz gut Geld, Einfluss angesammelt, aber noch gar keinen Prunk, weil ich noch keinen Wehrturm gebaut habe. Und beim Klerus, da haben wir schon ordentlich Prunk. Da könnten wir noch ein paar Einflussdinger gebrauchen. Aber ja, nächste Mal wieder Klerus. Das Steuerbüro. Das bringt bestimmt auch Geld. Ah, das Forsthaus ist gebaut. Aber wir haben keine Arbeitslosen. Und jetzt geht der Regen wieder los. Lästig, lästig.
Guck mal, was da oben die Bauarbeiten machen. Naja. Ob man hier schon irgendwie zuweisen kann. Stückliste. Eins ist doch schon fertig. Oi. Teile mit Funktion. Erweiterung A. Besucherstandort. Ah ja, jetzt können wir hier auch ein Steuerbüro einrichten. Und Schatzkammer mache ich natürlich auch nochmal. Das könnten wir vielleicht in dem Turm machen. Und die große Halle. Wenn ich die umziehen will, muss ich dann wohl das andere abstellen. Da warten wir. Also zuerst. Ja. Löschen oder deaktivieren. Und das machen wir erst, wenn das hier fertig ist. Aber Steuerbüro probiere ich mal. Generiert zusätzliche Einnahmen durch das Einziehen von Steuern von euren Dorfbewohnern. Oh, und da muss man einen Steuereintreiber zuweisen. Ja, wenn mal wieder ein neuer Bewohner kommt. So. Ach, das ist jetzt dies da? Ja, das ist dies. Na gut, wenn das reicht. Und hier, da machen wir eine Schatzkammer draus. Und hier dann auch. Wobei, das wäre später gut als neue große Halle. Wenn dann die Mönche und so kommen, dann stellen die sich hier hin. Ja. Gut, dann warte ich hier erstmal ab. Der Steuereintreiber. Bestimmt kommen bald neue Leute. Der macht... Ah, jetzt sofort. Der macht sich dann gleich unbeliebt. Der Albold. Ah, Monatsdingsbumsung. Ja, 10.000 Euro über den Marktplatz. Handel aber nicht viel. Da ist echt nicht viel gelaufen. Aber wir kriegen jetzt ja den Handelsbonus. Und hier... Ah ja. Gut, immerhin haben wir eine positive Bilanz wieder. Dann könnten wir auch mal wieder etwas befördern. Marquessa ist sehr unzufrieden. Der wird wahrscheinlich noch unzufriedener, wenn ich ihn befördere. Warten wir lieber ein bisschen. So. Und der Vogt soll mal wieder mehr Einfluss besorgen. Ah, das kann man hier auswählen. Dann nehmen wir hier Klerus. So. Gucken wir mal, was das kleine Kloster macht. Gar nichts. Ich schätze mal, das muss ich priorisieren, damit die da überhaupt mal anfangen. Aber erstmal haben wir ja andere wichtige Vorhaben. Ich würde mir hier auch gerne dieses Grundstück kaufen. Nur der Vollständigkeit halber. Aber dann kommen ja neue Fixkosten dazu, was ich nicht so toll finde. Darum warte ich erstmal ein bisschen. So. Wie läuft's denn bei euch so? Ah, hier. Sehr gut, sehr gut.
Da stellen wir jetzt mal den Marhaus an. War das der Unzufriedene? Ja, weil der keinen Job hat. Jetzt hat er einen Job. Und jetzt gucken wir mal. Das Holz wird weiter abgebaut. Werkzeuge brauchen wir hier. Die brauchen die stellen die Werkzeuge her, dann macht es schon Sinn, wenn die dort sind. Und was brauchen die? Kein Holz. Bretter brauchen dann nur die. Dann packe ich hier mal die Bretter hin. So. Und dann leeren wir dieses Lager. Das Eisenerz dort ist schon gut. Die Werkzeuge sind dort auch okay. Dann mache ich hier die Eisenblöcke. Und vielleicht auch nochmal Eisenerz. Weil das hier so voll ist. Und ja, das Holz wird hier ja weniger. Dann trage ich hier gleich nochmal die Haushaltswaren ein. Schmuck. Wo sind denn die Kerze? Da sind die Haushaltswaren. Und dann entlasse ich hier einen Träger. Nehmen wir Ferran. Und Ferran darf dann dort arbeiten. So. Die Schmiede. Ein Werkzeug haben sie schon gemacht. Und tja, hier ist irgendwie noch nichts. Eisenerz haben wir hier ja jede Menge. Mal gucken, wie das mit der Kohle läuft. Hallo, Köhler, du da hinten. Funktioniert gut. Ja, er hat schon ein bisschen Kohle hergestellt. Na, eigentlich brauchen wir da doch Holz. Ja, die Frage ist, fällt der das Holz selber? Früher haben die das selber gefällt. Aber vielleicht fällen die das jetzt gar nicht mehr selber. Das muss ich mal irgendwie im Auge behalten. So. Wir gucken mal, was Gerita so treibt. Das andere klappe ich mal alles zu. So. Die hat auch noch nichts zu wohnen. Sie arbeitet. Dann gucken wir mal, ob die auch Holz fällen. Oder ob die nur fertiges Holz nehmen und köhlern. Denn sonst brauche ich hier ja noch einen Holzfäller. Geht hier sogar noch ein bisschen weiter. Aber nicht viel. Ich meine, alternativ könnte ich auch einfach hier einen Holzfäller hinsetzen. So.
Und die Zonen. Ja, die sind schon bis hier an den Grundstücksrand gemalt. Obwohl. Sind sie das wirklich? Nein, sind sie nicht. So. Dann machen wir hier auch die Aufforstung. So. Und habe ich schon einen Förster angestellt? Nein. Dann nehmen wir hier jemand als Förster. Und dann kriegen die das auf jeden Fall hier geregelt mit dem Holzfällen und Köhlern und wieder aufforsten. Und wollen wir den hier einen Brunnen hinstellen? Da müsste hier einer hinpassen. Ich denke mal, wenigstens ein Brunnen macht hier Sinn. So. Und kriegt man da auch einen kleinen Marktstand unter? Da muss natürlich noch jemand hier arbeiten, aber... So. Ich guck mal, ob das passt. Wenigstens für die Grundversorgung. Weil dann können sie sich hier vor oder nach der Arbeit kurz was zu trinken und zu essen holen. Ja, und dann können sie hier wohnen. Das ist sowieso für alle, die hier arbeiten. Sollte ich vielleicht noch einen Brunnen hinbauen? Na, erstmal den bauen lassen. Und wir haben hier noch einen Arbeiter übrig. Der wird hier Marmorbergarbeiter. Oh, wir haben richtig viel Geld. Das ist ja prima. Und der Käse ist eigentlich immer ein bisschen knapp. Vielleicht kaufe ich dieses Grundstück hier doch und stelle da noch eine Milchfarm hin. Da ist auch ein Fischvorkommen. Und noch eine Käserei. Denn der Käse ist eigentlich immer knapp, wie gesagt. So. Und hier ist ja noch Platz zum Siedeln. Mit der Kirche kommen sie hier auch nicht voran. Ist alles da. Die werde ich mal priorisieren. Ah, das Holzfällerlager ist gebaut. Und wir haben keinen Mitarbeiter. Da kommt bestimmt gleich einer. So. Also. Hier nochmal erstmal nur ein Rinderzuchtbetrieb, ein Milchhof. So. Und ob ich da vielleicht gleich noch eine Schafzucht mache? Mal gucken. Die haben wenig Wolle, obwohl ich da zwei Schaffarmen habe. Und hier ist aber der Lagerplatz voll. Na, dann liegt es vielleicht am fehlenden Lager. Ob ich hier noch ein Lager hinquetschen kann? Hier so?
ist doch ein Lager. Aber nicht für... für Wolle. Tja. Das ist schon ein bisschen eng. Ja, so richtig gut passt es da nicht hin. Und hier würden dann die armen Schafe leiden. Und das Wohngebiet wäre unattraktiv. Und hier direkt daneben... Es geht wohl am besten. Mal gucken. Die kommen ja mit Steigungen ganz gut klar. So. Dann werde ich hier mal die Steinblöcke leeren lassen. Die kommen dann hier hin. Und hier kommt dann auch noch Wolle rein. Weil das ist näher dran. So, der Schneider... Ja, hat nicht genug Stoff, obwohl wir Stoff haben. Ja, vielleicht sollte ich nette kleine Lagerhäuser mit Riesenkapazität morden. Holzsilos. Ja, zwei Bewohner. Gut, dann können wir hier mal... ja, zwei. Gut. Reicht ein Holzfäller? Ich probiere mal, ob an der Stelle ein Holzfäller reicht. So, und ich denke mal, hier lasse ich auch noch Schafe hinziehen. Das wäre, glaube ich, hier. Ja, auch rot. So. Die Mönche müssen damit leben können. So, ist das Haus neu? Nicht so richtig. Da frage ich mich immer noch, warum sie dieses wunderbare Gebiet nicht annehmen. Hier mit Brunnen, da mit Marktplatz. Ich guck mal, ob ich hier den Umkreis zu sehen kriege. Nein. Muss ich also hier einen rausziehen? Ja, das reicht schon noch für hier. Die sind einfach doof manchmal. So. Aber das hier wird ganz schön angenommen. Dieses neue kleine Dorf. Hier die zweite Kleiderproduktionsstätte. Das hat ordentlich Wolle. Der Weber. Ja, hat keinen Stau auf jeden Fall. Und die haben zu wenig Stoff. Ich werde mal den zweiten Weber zuweisen. Und vielleicht holen die sich dann... Ah, hier ist schon jemand hingerannt. Was machst du für... Was hast du für einen Job? Ah, die ist Schäfer. Und hier die Weber. Was mich interessiert ist...
ob die Weber sich ihr Material bei der Schäferei abholen. Weber, Level 4. Hat grad frei. Na dann warten. Oh, die ist immer noch Neuankömmling. Obwohl sie schon Weber Level 4 ist. Tja. Ah, hier wird jetzt was reingetragen. Also es geht schon, wenn die Arbeitsplätze dicht genug zusammen sind, wird es direkt von hüben nach drüben getragen, ohne dass man Lagerhaus braucht. Das wollte ich wissen. Und bei den Marktplätzen habe ich gehört, da braucht man aber zwingend einen Nahrungsmittelspeicher. So. Jetzt schauen wir mal, wie das hier so läuft. Ob die jetzt mal langsam in die Gänge kommen. Hier haben wir die Köhlerei. Ja, die produzieren allmählich. Holzproduktion funktioniert auch. Ein Förster funktioniert auch. Ja, man sieht es hier auch schon. Wunderbar. Dann haben wir hier die Eisenschmelze. Die haben immerhin schon 4 Eisen hergestellt, könnten aber noch deutlich mehr Material gebrauchen. Ja. Und das, obwohl wir hier 100 Eisenerz rumlungern haben. Ah, das wurde jetzt hier geändert. Das ist gut. Dann, was wollten wir hier machen? Ich gucke nochmal das andere. Da sind die Bretter. Die brauchen wir hier nicht mehr. Eisenwerkzeuge. Wir haben Haushaltswaren. Yippie, wir haben Haushaltswaren. Das ist zwar nicht viel, aber ein Anfang. Also. Wie schnell ich das vergessen habe. Kohle will ich hier. Und hier sind die Eisenblöcke. Boah, hier sind auch schon 100 Eisenerz. Also da herrscht wirklich kein Mangel. Ich packe hier nochmal Kohlenblöcke rein. Oder nee, die Marmordinger. Und wir haben ja auch einen Edelstein. Aber ich glaube, bei den Luxussachen wollen die fertigen Schmuck oder so haben. So. Jetzt sollten wir die Haushaltswaren an wichtiger Stelle verkaufen. Vielleicht erstmal im Dorfzentrum. Da machen wir einen neuen Marktstand. Den Klamotten wollen wir ja auch weiterhin verkaufen. Direkt. Tja, direkt. Hier. Oder dort. Die Taverne wird ja irgendwie noch gar nicht genutzt. Die ist nur schöner Zierrat. Weil wir noch keine Jagdhütte haben. Und kein Bier. So. Das ist jetzt für, ich denke mal, so einen brauche ich für die Haushaltswaren. Und dann machen wir vielleicht gleich noch einen Luxusstand dazu. So, passt da noch ein Dächelchen drüber? Nicht so richtig. Nee, ich schieb das mal ein bisschen. So. So geht's. Gut. Und einen für Luxusgüter. So. Der kriegt dann auch so ein kleines Dächlein.
So. Gut. Und hier oben. Na, nee, da ist oben. Da kommen natürlich auch Haushaltswaren dazu hin. Auf den Marktplatz. Dann erweitern wir den hier. Ja, die können wir ja hier erweitern. So. Nehmen wir ein grünes Tischchen. Jawohl. Und diesen da erweitern wir um Luxuswaren. So. Ja, das Ding haben sie jetzt auch fertig. Sehr gut. Jetzt gucken wir hier noch nach dem Industriegebiet. Ja, da hat sich jetzt nicht viel getan, wohnmäßig. Aber ich denke mal, das ist schon mal ganz gut so. Ich guck mal, was die Attraktivität macht. Ja, hier kann man das Abbaugebiet wegmachen. Denn da sind ja keine Bäume mehr. Und hier auch nicht. So, und hier Attraktivität Durchschnitt. Da ist sogar niedrig. Vielleicht packe ich da noch einen Brunnen hin. Da ist auch niedrig. Aber hier ist hoch. Ja, weil da der Markt ist, klar. So. Da hinten gucken wir mal, was die Versorgung der Arbeiter angeht. Ja, der Brunnen ist bald fertig. Oh, und der Mönch bittet um eine Audienz. So. Bretter. Bretter haben wir. Sehr gut. Na, allmählich haben wir auch ein bisschen Kleiderüberschuss. Das finde ich gut. So. Das Industrieviertel. Was ich noch gucken wollte, sind diese zusätzlichen Bauteile für Haushaltswarenwerkstatt. Nur mal so aus Neugier. Oh, ein Turm. Multipliziert die Produktion mit 2. Na, der muss her. Unbedingt gucken, wie ich den da hinkriege. Ja. Passt. Maximal einen pro Gebäude. Sehr gut. Das sieht dann bestimmt super cool aus. Ja, und die karren hier das ganze Eisenerz hin. Das ist gut. Die haben irgendwie immer nichts da. Aber ich glaube,
dass die schon produzieren. Ja, hier ist kein Eisen. Ja, die haben auch Mangel. Irgendwas ist nicht so reichlich. Hier fehlt noch einer. Stellen wir noch einen an. Also so ganz flutschen tut es noch nicht. Und der Knackpunkt ist, glaube ich, hier. Hier bräuchte man so eine History, um zu sehen, wie viel die im letzten Monat oder so produziert haben. Denn so wie es hier aussieht, läuft da immer gar nichts. Aber das glaube ich nicht. Heißt ja, funktioniert gut. Es sind auch zwei Schmelzer zugewiesen. Ja, die können jetzt noch nicht so viel. Ich habe ja auch die Materialien hier in die Nähe gestellt. Beförderung. Oh ne, wir sind gerade mal wieder pleite. Obwohl ich so viele schöne Marktplätze gebaut habe. Aber ich habe halt auch ein Grundstück dazu gekauft. Und Kloster bauen lassen und dies und das und jenes. Was macht eigentlich der Steuereintreiber? Der Steuereintreiber. So, ach, ich habe schon einen zugewiesen. Dann müsste ja eigentlich Geld in Form von Steuern reinkommen. Mal gucken. Na, immerhin 300. Gut. Das ist jetzt nicht so viel. Unterhalt, Territorien, ja. Alles. Ob da der Kauf auch dazu zählt, wahrscheinlich. Und der Unterhalt wird halt immer mehr mit allem, was ich baue. Na, jetzt haben die bei der Eisenschmelze immerhin mal 10 Kohle da. Aber ich frage mich, warum bei dieser Überfülle von Eisen, also hier Roheisen, Eisenerz, bei denen so wenig ankommt. Ich stelle hier nochmal Träger ein. Vielleicht hilft das ja. So. Und hier auch. Die versorgen dann hoffentlich unsere Eisenschmelze mit Eisenerz. Oder habe ich das irgendwie auf... Ah! Lager leeren, akzeptieren. Das muss natürlich weg. So ist besser. Hier ablehnen, maximaler Lager. Denke mal, das ist hier so richtig. Und hier auch. Jetzt haben sie Eisen. Eisenerz, meine ich. Gut, dann können sie ja mal arbeiten. Okay. Ja, dann hoffe ich mal, dass sich die Finanzen wieder erholen. Die Dorfkirche ist gebaut. Das ist aber fein. Na, da werden sie sich freuen. Ist ein bisschen eng alles mit den ganzen Schafen, aber... Ja, komm schon, Leute. Das ist gut.
Und ich habe jetzt hier auch etliche Marktstände im Bau. Wenn die dann mal im Betrieb sind, dann kommt auch mehr Geld rein. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.